Moin, moin, Bob. Moin, moin, Bill. Moin, moin, alle anderen. Sag mal, sind wir hier mit Hallo, wie sind alle Lara? Hallo, wir anderen? sind alle anderen. Haben wir hier mit Lara in letzter Instanz so ein kleines Skateboard-Kit umgeschossen? Ach ja. Ja, da war doch was. Und jetzt sind wir Hier was ist hier. Skaterboy. Ja, aber leider nicht sexy. Müssen wir da nach oben? Das ist ja Ansichtssache, ne? Ja, oder, also hier kann man auf jeden Fall hoch. Ich meine, vielleicht fanden unsere ganzen weiblichen Zuschauer den auch sexy. Ja, das kann sehr gut sein. Das kann sehr gut sein. Müssen wir da überhaupt hoch? Ja, sieht so aus. Für Da den sind. Flex auf jeden Fall. Nee, wir sind von da gekommen und hier geht es ja sonst nirgendwo weiter. Also ich nehme schon an, dass wir da hin müssen. Mann, gut, dass der Stein hier so gewachsen ist. Ja, vor allen Dingen, also du willst Nadler besuchen? Da musst du dann halt. Also die müssen auch alle fit sein, die Leute, ne? Die sie Ist ein eigentlich. Stalagnit, ne? Der wächst ja von unten. Ja, sieht so fast so aus, Bob. So, und was ist das hier? Der wächst von der Seite raus. Den kenne ich nicht. Eine Plattform. Eine Plattform. Na. Staller quer. Ja. So. Es ist alles ruhig, keine Musik. Lara fühlt sich hier Du solltest ein sehr. bisschen runterfahren. Ja, runterfahren. Der Skateboarder ist auch runtergefahren. Aber weißt du, ich kann es immer noch nicht. Oh, guck mal, da sieht es doch so aus, als hätten wir es geschafft. Als würden wir es hier tatsächlich schaffen. Das wäre für mich ja ein absolutes Erfolgserlebnis. Ja, aber nicht zu früh, ne? Du weißt ja, wie es ist. Ich glaube, den Ventilator oder was es da oben gibt, doch, den muss es ja geben. Den muss es geben. Ich weiß noch gar nicht, wie du da hochspringen sollst, aber. Oder ist hier irgendein Block bewegbar? Der da zum Beispiel. Oh, Der das sieht anders könnte. aus. Richtig, guck mal erstmal. Ja. Ja! Der hat auch Sehr gut. Risse. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, wir können den ja nur einmal nach hinten schieben und nicht zur Seite. Das heißt, wir müssen ihn reinschieben. Das ist bestimmt wieder so ein beschissenes Blockrätsel, wo du dann. Gelöst. Ich bin nicht. Guck mal, dahinter sehe ich doch jetzt schon, dass ich da lang kann. Also, da ist noch ein ganz feiner Riss. Da, wo ich das jetzt gerade Ja. vorgeschoben habe. Aber wie soll das klappen? Das ist eine gute Frage. Ich kann den nach. Kann den ja nicht. Ja, wie soll das klappen? Hier so gar nicht, ne? Was ist denn da? Geht es da oben noch weiter oder ist das auch Ja, wieder nur so hier. eine Nee, da Sperre? geht es wahrscheinlich weiter. Dann guck dir doch das mal an, oder nicht? Ja. Vielleicht kannst du ihn auch von der anderen Seite gegenschieben. Ja, also ich glaube, das war ja soweit erstmal alternativlos hier. Guck mal, Da ist hier ist nämlich das gleiche das. Rätsel nochmal. Ja. Aber hier kannst du ihn beiseite schieben, ja. Ja, hier kann ich ihn. Das mache ich auch. Ja, ich habe jetzt immer die ganze Zeit Schiss, dass hier noch irgendwas auf dem Fußboden rumliegt. Aber dann Na, Alligator. ziehe ich den erstmal raus. Es sei denn, man braucht den am Ende des Tages, um irgendwo raufzuklettern. Das kann ja. Kann ich mir auch gut Kannst vorstellen. du auch immer noch haben. Naja, gut, das sehen wir dann. Ne? Das ist jetzt. Trial Also and ich hätte ihn einfach Error. dahin geschoben, wo du jetzt gerade hinspringen willst, aber okay. So. Nee, ich wollte den Aufgang frei haben. Am Ende ist hier irgendwas Zeitsensitives und dann kann ich da nicht hoch. Kannst du mal auf der anderen Seite oder noch hoch? Ich will nichts hören, Bob. Sorry, not sorry. Das ist eine Tür. Das ist vielleicht eine Tür, ja. Die geht vielleicht auch nicht auf. Hat jemand fast das Haus vom Nikolaus drauf gemalt? Aber nur fast. So, dann gucken wir da erstmal runter. Okay, das sieht aber ganz gut aus. Der gute Jetzt alte müsstest du Ein. ja theoretisch dann von hinten an den Block rankommen können, den du hier reingeschoben hast. Ja, da ist er ja auch. So, und Das den müsste schiebe ich er jetzt einfach sein. wieder zurück. Oder ich könnte ihn halt auch Ja, du hier kannst ja auch reinziehen. durchziehen, ne? Ach na Nee, kann ich ja, nicht. Nee. nicht so richtig gut, ne. Na, ich glaube, ich gehe einfach mal davon aus, dass ich nicht wieder zurück muss. Nee, guck mal, ich kann den nur ziehen. Ich kann den gar nicht schieben. Da muss also noch ein Aha. anderer Block sein. So, und jetzt muss ich zurück. Jetzt muss ich wieder hoch. Und den Block weiterschieben. Ja. Ja. Weil du den noch aus dem Weg räumen könntest. Ach nee, kannst du nicht, Kann ne? ich nicht. Nee, es geht nicht. Jetzt muss ich wieder zurück. Ist ja Fehlt dir noch ätzend. nur einen halben Block. Wenn es nur 3 von 4, ne? Ja. Ja. Hä, ja, warte mal, ist das nicht?
Das war Das doch ist der Block, aber. den du zur Seite geschoben hast, der hat aber bisher keine Relevanz Okay, gehabt. und dahinter war ja auch nichts. Nee. Ich hätte ihn auf die andere Seite geschoben, dann hättest du das Rätsel auch schon gelöst gehabt, aber Ja, hör hey. auf. Hör auf zu sagen. Das glaube ich nicht. Guck mal, jetzt können Ich will wir. es nicht glauben, so wie Jetzt können Aragorn es wir. sagt. Ja, jetzt können wir den hinterher schieben. Guck. Es sind hier nämlich einfach zwei Blöcke. Wenn das So. jetzt logisch ist, kannst du den noch nicht weiterschieben, weil dann der andere Block wieder im Weg steht. Das ist richtig. Gut. Okay, also wir haben Jetzt hier. öffnest du jetzt die Tür oben oder unten, ist die Frage. Ja, und ist das ein Zeitschalter oder nicht? Ist jetzt die Frage. Ach, guck mal, Ja, über und mir geht ist. das über die auf und das ist der Tod oder nicht? Das sieht nach oben aus. Ja, da ich es jetzt hier auch nicht gesehen habe, würde ich auch sagen, es ist oben. Ja, diese scheiß Zeitschalter bei Zelda. Oh, und verkackt. Oh ja. Das ist doch die Tür. Ich bin durch. Zu Ja, einfach. zu leicht, aber unten ist auch eine Tür. Das merken wir uns mal. Was hat uns das jetzt gebracht? Noch gar nichts. Hier ist wieder ein Block, den man schieben kann. Den kann ich aber auch tatsächlich nur schieben. Ich Kannst du guck noch mal. weiterschieben? Nee. Das ist ja immerhin lieb. Die geht einfach auf. Das ist immer kein gutes Zeichen. Schieß auf mich, Püppi! Ja, ich hoffe, die geht jetzt normal auf. Normal. Ach, guck mal, hier Da ist ein ist noch ein Schalter. Schalter. Hätte ich mich dafür beeilen müssen. Ja, oder es war. Na, aber es kann ja kein. Nee, das ist die. Glaube ich, das ist die hier, oder? Nee, ist sie nicht. Nee. Ach, guck mal, die will mich verarschen. Das ist so eine Tür. Okay, gut. Die arbeitet gegen dich. Die arbeitet gegen mich. Die hat einen Annäherungsalarm. Ja gut, dann müssen wir jetzt ja wieder runter. Ja, zur hinteren Tür. Zwar hier war das, ne? Ja. Bitte lächeln. Bitte Scheiße. lächeln. Vielleicht sollst du noch speichern. Bevor du lächelst. Speichern wir mal hier oben. Da kommt er. Das ist die Waffe, in der man nicht in den Nahkampf gehen sollte, die du jetzt also er hat. Er hat auf jeden Fall einen großen Wendekreis. Er fährt als SUV. Er hat auf jeden Fall eine dicke Rüstung an, ne? Machst ja kaum Schaden an ihm. Oh Mann, Lara! Oh Mann, weißt du, jetzt ist es wieder Kacke. Also auf Distanz ist, glaube ich, gar nicht so gut. Aber er trifft doch auf Distanz eigentlich gar nicht mit seiner Schrot. Ah, okay. Also wenn ich da nicht den. Also ich glaube, das kriegen wir aber hin ohne den Einsatz von Medipack. Nicht, dass wir. Aber das ist. Aber nicht wieder Lara die Schuld geben. Ja, ich kann dir nebenbei eine lustige Geschichte Ja, erzählen, erzähl mir. vielleicht. Wir haben jetzt ja viel Zeit. Ja. Ja, ich habe leider keine vorbereitet, hätte ich das gewusst. Hätte ich auch Blumen mitgebracht. Ich sag mal so, das wird noch ein knappes Rennen. Fast an ihn gegangen. Hab ihn, bitte lächeln, besiege den Gewehrdieb. Haben wir. Aber der hat ja nur Munition. Ja, ich habe ja auch schon mein Gewehr. So,
Na schön, also dann wollen wir doch mal gucken. Im Original sieht es irgendwie fast genauso spektakulär aus. Also, ich nehme an, da müssen wir rein. Habe ich schon gespeichert? Nee. Laden, Vorsicht. Danke. Das wäre beinahe schief gegangen. Okay. Ich habe jetzt auch schon neue Jobs. Ja, ich glaube, hier brauchen wir ein Triforce-Fragment. Ein Triforce-Key, ja. Ach, ein Fragment, stimmt. Das ist Mutes, der Ja, Weisheit auf jeden Fall oder der Kraft. haben wir das nicht. Gut, wir haben aber da ja hinten auch noch Türen, die wir untersuchen können. Und du kannst vielleicht die Pyramide hochlaufen. Ja, warte mal. Da sieht es doch so aus, als käme hier auf jeden Fall auch rein, da links. Und da Aber wie komme sollst du ich da hinkommen? hier rüber, nehme ich an. Guck Das ist mal. doch zu weit. Ne, ich springe von hier nach da und dann springe ich auf die Pyramidenteile rein. Guck mal, hier auf der linken Seite sind doch Sachen offen. Und dann Verdächtig. springe ich einfach von da nach hier. Dann springe ich einfach jetzt so rein und das klappt. Tatsache. Ja, und dann springe ich einfach mit Anlauf darüber. Also. Nee. Ja, oder ich lasse mich von oben. Ich kann ja noch höher. Ich glaube, du musst höher, ja. Ich könnte versuchen, von hier nach weiter oben zu Du musst vor springen. allem noch ein Stück weiter nach links, sonst bringt dir die Höhe allein ja nichts, weil du ja nicht schräg rutschen kannst. Du rutschst ja trotzdem gerade runter. Ja, jetzt ist die Frage, kann ich da direkt hinspringen oder muss ich von dort? Ich Das glaube, ich ist, muss also du von. musst ja solche Sprünge auf jeden Fall schaffen, weil du ja gleich nochmal hin und her springen musst. Ja, die wird ein bisschen an Höhe gewinnen. Was? Oh. Da war schon gut. Da war schon gut. Also mein Trick ist jetzt, oder was ich probieren will, ich will jetzt einfach, also ich will jetzt einfach von einem Platz da ins nächste reinspringen. Ja, aber geht das nicht mit normalen Sprüngen? Du willst einfach hier so hoch, ja, da weiß ich eben noch, komm, Lara. Das weiß ich eben nicht. Naja, nicht jetzt einen überspringen, sondern wirklich von einem zum nächsten springen. Ja, wollte ich doch auch. Ne, du bist hier direkt schon wieder in die richtige Richtung abgezwitschert. Nein, das ist, weil er nicht ganz angekommen ist. Also ich wollte Du ja. würdest nach rechts springen und nicht Ja, gerade das wollte ich springen. ja auch. Ich wollte ja einen Seitwärtssalto da hoch machen. Okay, es ist so Achso, ja, das würde einfach. ich nicht machen. Ich würde einfach normale Sprünge nehmen. Es ist so einfach. Okay, guck mal, da ist aber auf jeden Fall ein Gang. Aber vielleicht speicherst du sie auch nochmal ab. Ach, Quatsch. Was soll hier passieren? Entweder ich springe in die Lücke rein oder ich springe dagegen. Ich bereite schon mal die lange Geschichte vor. Hast du eine lange Geschichte? Ich finde dann schon eine. So, wie machen wir das denn jetzt? Von hier ist auch noch nicht gut, ne? Ich würde bis zum Ende hochgehen, dann bist du doch auf der sicheren Seite. Ja, aber ich habe nicht mehr so viel Leben, weißt du? Ich kann da auch Hey, du nicht. rutschst und hältst dich an der Kante fest. Nicht, ich rutsche da einfach rein. Ich muss da ja nicht. Ich rutsche da einfach runter. Da ist ja eine Aussparung. Alles gut. Ja, aber beim Rutschen kriegst du doch keinen Schaden. Nee, das ist richtig. Okay, deine lange Geschichte, wir wollen sie nicht hören. Wir müssen sie auch nicht hören. Alles traurig. So, und jetzt, guck mal. Jetzt springe ich einfach. Ja, ich guck mal. Guck mal, ist auch so ein super Ausdruck hier geworden. Ich wäre ja weitergesprungen, aber lass uns überraschen. Zum Glück habe ich gespeichert. Ja, Ich guck, guck mal. mach Auge. Ist ja erstmal wieder ein Hoch noch, ne? Easy. Das So, sieht doch gut das aus. sieht doch so einfach. Das ist so leicht, das Spiel. Jetzt darf hier auch kein. Ah, guck mal, ein Hebel. Gut, nehmen wir. Gucken wir hier Haben Sie nochmal. damals auch wieder clever gebaut? Da ahnst du halt nicht, dass du möchtest die Pyramide betreten, der Hohepriester so, ja, und du gehst jetzt erstmal hoch, kletterst die Pyramide außen entlang, um diesen Hebel zu drücken. Ja, wir brauchen einen neuen Lehrling. Also zumindest ist das in Anniversary eine Pyramide, wo du rein musst. Hier könntest du ja denken, okay, das ist einfach nur ein. Irgendwie Hatten wir eine. jetzt irgendwo noch eine verschlossene Tür? Naja, wir haben ja diese Tür, die auf und zu geht. Da gehen wir jetzt gucken. Also Ist sie jetzt hier. dauerhaft offen? Keine Ahnung. Wüsste auch noch nicht, was uns das bringt, aber wir haben uns ja hier. Wahrscheinlich hätte man den Gewehrdieb, wie er heißt, auch noch hier besiegen können, indem man hier irgendwie aufs Dächle klettert. Bin ich von da gekommen. Ja, da ist die Tür offen. Und guck mal, da ist die Oder Tür jetzt aber die? auch offen. Ha, jetzt bin ich verwirrt. Ich bin auch richtig verwirrt. Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Ja, ich gehe erstmal außen rum um die Gebäude. Dann gehe ich oben drüber.
Und dann, Dann würde ich vielleicht erstmal den neuen Weg gehen. der neue Weg ist ja eigentlich gar nicht so neu. So, also hier liegt nichts. Da müssen wir mal gucken, wo wir reingekommen sind. Also es gibt hier drei Wege. Ach, guck mal. Das hier ist doch wahrscheinlich der Trickding. Das geht hinter mir zu, dann muss ich wieder außen rum. Das ist der Schalter. Ja. Hier bin ich rausgekommen. Nee, hier bin ich nicht Nee. rausgekommen. Offensichtlich, guck mal, wie wäre es, wenn ich das hier einsammle? Finde das gut. Aha. Aha. So, wir das. Ach, guck mal, und das da ist. Guck mal, das ist das Triforce. Ich hatte mir das so ein Aha. bisschen dreieckiger vorgestellt, aber ja, ist ja Ja, eine ich schöne ja. Karte. Ich Gab es auch. halt So. damals schon eine Ja, aber guck Keycard. mal, wir haben alles gefunden. 30 von Ja, und das 30. auch in rekordverdächtiger Zeit von 1 Stunde 47. Ja, du warst ja so häufig auf Toilette und weg, ne? Da müssen wir ja so viel. Da war ich ja einfach weiterhin drin. Ich habe immer nur gesagt, gehört, ach Lara, Ach, ach Lara. Lara, nein. Okay, rein. Der Kerngedanke lautet rein. Da haben wir den Das habe ich auf Toilette auch gedacht. Schlüssel der Pyramide. Und es sieht schon so aus, als gäbe es mehrere Stockwerke. Oh, clever. So, Aber eingesetzt. besorgniserregend. Passt perfekt. Den haben die nämlich versteckt. Ja, das ist sehr besorgniserregend. Wir machen hier nochmal einen Da ist auch wieder finalen. diese leicht nette rötliche Luft. Die ist bestimmt ganz lieb. Ja, wir machen hier nochmal einen Speicherstand. Du wolltest es nicht sagen, aber ich habe drauf gepasst. So, und ich. Das war's Du mit hast drauf Nutlas gepasst. Katakomben. Ja, gehen wir gleich weiter, ne? Bleibt gar nichts zu sagen. Ich werde sehr präzise mittlerweile. Ich habe nicht viel daneben geballert. Oh, guck mal da. Sie geht Ist sie besonders. ja. Und der Skion ist auch da. Ob das die Weltmächte bemerken, dass da plötzlich so ein Licht angeht? Auf jeden Fall hat die Welt eine Sehenswürdigkeit mehr. Guck mal, was ich da vorne gleich als Sehenswürdigkeit Alter, sehe. wie schnell du dir so ein Secret reinballerst. Erstmal speichern, gucken, wie der Level heißt, ob wir einen neuen Stempel haben. Einen neuen Stempel hatten wir ja schon bei Den sind wir erst Nutlas beim Minen Ausgang, haben ne? müssen. Ah. Das Schiffchen haben wir schon gesehen. Ja, du sagst Nutlas Minen, aber die heißen ja Katakomben. Aber im Englischen heißen sie so, da hast du recht. Ja, so, dann speichern wir mal hier. Das ist jetzt tatsächlich die große Pyramide oder so müsste das sein. Nee, Atlantis heißt das sogar Way einfach. down into the ocean. Ja, where I wanna be, she may be. Ja, Atlantis, das hört sich auch spannend an, bin ich ehrlich. Ja, nach einem netten Ort. Ja, gucken wir uns doch noch den ersten Kram. Achso, wir können noch mal gucken, was wir hier eigentlich einsammeln sollen. Also drei Geheimnisse, 51 Fundstücke. Ich, Oh, das. das stellt euch schon mal auf ein langes Level ein. Ja, mit einer Viel langen Spaß. Leitung von Bib. Ja, aber guck mal, weißt du, dafür ist es auch so, da unten, also da vor mir liegt ja auch direkt das erste Fundstück. Ist ein bisschen einfach. Oh, guck mal, das ist das Ding, was man noch bei Nadler sehen konnte. Mehrfach. Sieht ja aus wie so ein Eierlegenest, was so verwoben mit solchen komischen. Ne? Ja! Da sind sie ja wieder! Ach, Ich Gruppi, bist hab sie du es? gar nicht vermisst. Alter, hat er dich weggesprengt. Alter, ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen möchte. Vor allen Gehen die jetzt Dingen, alle auf? das können wir ja mal gerade gucken. Wir haben ja eingangs bestimmt einen Speicherstand angelegt. Wir gucken mal. Aber wenn die alle aufgehen, ist natürlich schlecht. Also hier wirst du auf jeden Fall Energie verlieren. So kann es auch gehen. Oh, dann ist vielleicht schon fast wieder ein Speicherpunkt wert. Ich meine, zwei von den Kackviechern. Ich meine, den Rekord für kein Medpack benutzen wirst du sonst so nicht mehr kriegen. Ja, das ist richtig. Das heißt aber, wenn du nicht nah an denen vorbeigehen würdest, dann hättest du das Problem auch nicht. Ist tot. Was mit dem ersten passiert?
Abspeichern. Wir werden hier alles töten. Dann nehmen wir einfach Ja, wenn du die Medpack. alle töten Ich meine, kannst. das ist, glaube ich, der letzte oder der vorletzte Level. Wir können hier Medpacks schnabulieren bis nach Meppen und zurück. Hast du nicht schon irgendwas erzählt von, das geht noch ganz schön lang, das Spiel? Na, es gibt noch vier Bonus-Level. Und behältst du da deinen Quatsch oder fängt das quasi neu an zu zählen? Das kann ich dir nicht sagen. Ich war noch nie so weit. Ich weiß, ich kann es dir nicht Ach, sagen. Bib. Kinderbib hat echt nicht delivered. Nee, Kinderbib war also ich meine, du merkst ja schon, Erwachsenenbib ist ja auch schon ein bisschen schwierig, Aber der aber redet davon, dass er delivern würde. ja, der delivered auch, aber Das hat er von Kinderbib gelernt. naja. Das ist die Frage, kommen wir da oben hoch? Aber ich weiß gar nicht, die Frage klären wir einfach, glaube ich, auch erst beim nächsten Mal. Was hältst du denn davon? Viel. Das sieht nämlich nicht so einladend aus hier. Nee, gar nicht. Guck mal, in der alten Grafik sieht es eigentlich sogar noch, finde ich, ein bisschen ekliger aus, weil unten Das ist dieses jetzt noch mehr Muskelgewebe. bewegt alles. Ja, Ja. aber das soll so Muskelgewebe sein, so organisch. Ja. Stehe ich ja so voll drauf. Mit Oh, Eiern drin. mit Eiern. Ja, na gut, okay, also haut ihr rein. Bis dann. Macht's gut. Schwingt den Hut. Schönen genug. Ciao.